Hallo Nina. Hallo. Du spielst die Alice in dem Zweiteiler zum Geburtstag von Alice Schwarzer, der in der ARD gezeigt wird am 30. November. Wie bist du zu der Rolle gekommen? Ich hatte schon davon gehört, dass es Casting gibt und dachte so ein bisschen, oh schade, dass ich gar nicht gefragt werde und so. Und dann bin ich irgendwie in Urlaub gefahren, habe mich gerade so an den Strand gelegt und wollte endlich mal frei haben. Und dann kam die Anfrage und ein paar andere Anfragen habe ich so ein bisschen, ja, kann ich mir später angucken und so. Und die habe ich gesehen und dachte so, oh, alles zieht mich da rein. Das will ich unbedingt machen und so kam es. Und wie lange musstest du warten, bis die Zusage kam? Also das Casting war relativ schnell. Ich hatte wenig Vorbereitungszeit und habe mir die Haare so geschnitten, wie sie die hatte. Habe irgendwie die Kostüme dann gefragt, kannst du mir Sachen raussuchen? Kam dann, habe ich Alice zum Abendessen getroffen. Dann hatten sie sich relativ schnell entschieden und dann musste aber von noch ein bisschen nachgedacht werden, weil ja alle angeguckt werden müssen und abgewägt. Und dann sind mal 6 Wochen vergangen, wo man echt hart bleiben muss, irgendwie zu sagen, ich atme das jetzt weg. Da sitzt man wie auf Kohlen, ne? Total. Und du denkst halt so, die entscheiden jetzt, wie mein Leben weitergeht sozusagen. Und dann bin ich wirklich schreiend durch das Haus meiner Mutter gerannt, als ich dann die Zusage bekommen habe. Also warst du bei den Eltern gerade, als du die Zusage bekommen hast? Ja. Und wie viel Vorbereitung war notwendig, um sich da so auch alles von Alice anzueignen, die Gestik und auch die Sprechweise? Also du bist großartig in der Rolle, ne? Also ich habe mir ja gesehen. Ich stelle mir das schwierig vor einfach. Ja, also mir hat es total Spaß gemacht. Ne? Ich habe aber, muss ich sagen, schon bevor ich die Zusage hatte, habe ich irgendwann gedacht, ich lasse jetzt keine Zeit verstreichen. Ich habe ja schon für mich entschieden, ich werde es spielen. Ich fange jetzt an, mich vorzubereiten. Und dann habe ich wirklich Bücher gewälzt, bin zu ihr nach Paris gefahren. Wir haben eine Woche dort verbracht. Ich habe mir ganz genau angeguckt, wie sie spricht, wie sie läuft. Habe geguckt, was macht das mit mir, wenn ich mir durch die Haare streiche wie sie. Ne? Sie hat eine sehr besondere Geste da. Ich dachte mal, was ist das Besondere? Und sie macht das eben mit dem Ringfinger und streicht sich dann so und fasst sich überall so rein. Was macht das mit mir innerlich? Und so habe ich mir das dann Schritt für Schritt erarbeitet. Ja, ich finde auch, du hast so ein paar Signature Moves. Genau, so ein paar Mundbewegungen und sowas. Und natürlich auch die Sprechweise von Alice. Ich finde das total. Also manchmal habe ich vergessen, dass das nicht Alice ist. Sehr gut, so soll es sein. Und genau. Du hast ja schon einige historische Stoffe gemacht. Ist das sowas, was dir liegt? Ich weiß nicht, ob ich Fachmann bin für historische Aufnahmen. Es macht natürlich totalen Spaß, sich in eine andere Zeit zu begeben, wie in eine andere Welt. Zu sagen, man hat die Chance, mal so zu tun, als hätte man anders gelebt. Ne? Das ist eine ganz besondere Herausforderung, immer noch besonderer Spaß auf jeden Fall. Und du hast schon gesagt, die Rolle deines Lebens. War dir das klar, dass das vielleicht so eine Rolle sein kann? Ich glaube, dass es die größte Herausforderung war bis jetzt. Und das würde ich auf jeden Fall weiter unterschreiben. Was die Rolle des Lebens ist, kann ich, glaube ich, erst am Ende sagen. Aber es war auf jeden Fall eine wichtige. Ja, vielleicht nochmal zu den Dreharbeiten ganz kurz. Wann und wo und wie lange habt ihr gedreht? Also es waren 50 Tage. Wir haben in Köln, dann in Berlin, in Brüssel, in Paris gedreht. Also wirklich an den Plätzen, wo sie auch gedreht hat. Wirklich an den Plätzen und wir sind auch wirklich immer wieder mit einem halben Team abgereist und haben ein neues Team begrüßt. Das heißt, es gab permanente Wechsel, ganz viel Veränderung. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingssituation ist, wenn immer neue Leute man sich immer wieder einstellen muss. Das hat es nochmal zusätzlich herausfordernd gemacht. Ja. Und hast du eine Lieblingsszene? Ich finde es schon stark, ehrlich gesagt, dass der Film, wie der Film anfängt. Also am Strand. Ja, das finde ich schon toll. Das ist so überraschend. Man denkt das, glaube ich, nicht. Bei einem Alice Schwarzer Film steht erstmal jemand im Badeanzug am Strand. Aber ich mag auch die Aufbrausenden, wo es irgendwie so ein bisschen unangenehm im Raum wird. Und also ich kann mich gar nicht entscheiden. Ja. Und gibt es noch eine historische Persönlichkeit, die du noch gerne spielen willst, außer Alice Schwarzer? Ich kann das immer vorher gar nicht sagen. Ich werde das so oft gefragt und habe dann immer gesagt, ich habe keine Traumrolle. Und wenn dann die Anfrage kommt, wie für sowas wie Alice, denke ich, oh doch, das ist sehr ein Traum. Und so. Ich gucke da immer, was auf mich zukommt und entscheide dann, ob es ein großer Traum ist oder nicht. Ja. Am 30. läuft der Film in der ARD. Guckst du selber? Mit Eltern vielleicht oder eigentlich Freunden? Eigentlich gucke ich nicht. Ich mache immer, ehrlich gesagt, mein Handy aus in den Stunden, wo der Film läuft. Mache es manchmal erst am nächsten Morgen an, weil es so aufregend ist für mich. Aber mal gucken, vielleicht ist es diesmal anders. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Und bedanke mich für das Gespräch. Danke.